Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kiwis Stricklust. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, dass wir ein wenig Zeit miteinander verbringen. Ja, wie der Titel schon verrät, geht es hier um das wollige Thema, um das Hobby Stricken oder Häkeln oder. Genau, also. Zu meiner Person, für alle die noch neuen Zuschauer, ganz kurz, ich bin die Kirstin und ja, betreibe dieses Stricktagebuch jetzt schon so knapp 5 Jahre und ja, habe damals angefangen selber mit der Materie YouTube und habe mir damals sehr viele Podcaster angeguckt, die es leider jetzt nicht mehr gibt, aber es kommen ja immer viele nach. Ich bin ja auch eine von denen, die dann irgendwann gesagt hat, okay, ich probiere es auch. Und ja, ich kann jedem nur ermutigen, einfach auch mal sich vor die Kamera zu setzen. Ein Handy hat jeder und ja, es ist gar nicht kompliziert. Wenn man ein vernünftiges Internet hat, dann dauert es auch nicht allzu lange, bis alles hochgeladen ist. Aber ansonsten gibt es da ganz viele Programme, wo man das mit dem Handy alles handeln kann und man braucht keine großen Schnittprogramme oder so. Ich mache das auch alles am Handy und auch die Bearbeitung läuft über das Handy. Und ja. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen mal einen kleinen Schubser geben, und er kann auch mal zeigen, was er so gewerkelt hat, weil das ist doch interessant. Ich gucke auch einige Podcasts und freue mich immer über irgendwelche Inspirationen. Und ja, hoffe, ich gebe euch auch diese zurück. So, worum geht's heute? Hätte ich ja mal gleich am Anfang sagen können. Also, ich habe an meinem Boxi weiter gestrickt. Ich habe am Häkeltuch weitergemacht. Also heute geht es gleich ums Häklige. Ich vergesse das nicht wieder. Ich habe natürlich etwas Neues anschlagen müssen, aber nichts Gravierendes. Socken gehen ja immer. Dann habe ich ja meine Anleitung. Ich zeige nachher das Tuch nochmal. Ist jetzt online. Und ja, dann habe ich auch mir noch ein Buch gekauft. Das wollte ich euch mal kurz vorstellen. Und ich habe mir mal eine Häkelzeitschrift gekauft. Ja, auch sowas passiert. Wieder mit zwei Hintergedanken. Wenn wir soweit sind, erzähle ich's. Ansonsten, was gibt's in der. Ich bin ja auch die Handfärberin vom Oderdeichschaf. Es läuft immer noch die Rabattaktion, die Deich Basic. Und die Softsock, die ziehen ja aus, die Socken wollen mit Poly, sodass da noch einige Garne drin sind, die im Preis reduziert sind. Und ja, ein paar süße kleine neue Maschenmarkierer sind eingezogen, da könnt ihr mal gucken. Und ansonsten, wie gesagt, die normalen Färbungen, ja. Kategorien ein wenig ein bisschen umgestellt. Bin noch nicht ganz so zufrieden mit dem Shop-System, aber im Moment glaube ich, stößt das so ein bisschen an meine Grenze. Ich bin dann noch ein bisschen am Tüfteln, wie ich das eventuell noch ein bisschen besser hinbekomme. Aber das ist nicht euer Problem, das ist ja mein Problem. Ich habe natürlich wieder mein Käffchen. Und wir haben es jetzt ungefähr 8 frühs. Es wird heute ein wunderschöner Tag. Ich habe schon die Waschmaschine unten laufen. Also wenn ich nachher fertig bin, kann ich die Wäsche raushängen. Und ja, wird ja auch mal Zeit. Es hat ja die letzten Tage nur geregnet bei uns. Es war ja fürchterlich. Und für alle, die meinen Wochen Ausklang, mein Livestream immer mitgucken. Gleich vorneweg zur Info. Ja, wir sind noch bei 4 Minuten. Er wird diesmal auf Samstag, also morgen stattfinden. Samstag, den 22. um 18:30 Uhr. Und diesmal habe ich ja ein
Gast, ein Special Gast, die Gisi vom Kanal Gisis Wollwelt, wird mir Gesellschaft leisten. Vielleicht mache ich das öfter mal, dass ich mir jemanden mit reinhole. Mal sehen, wie das so klappt mit der Technik. Ne? Aber zur Info, Samstag, nicht Sonntag. Ich bin nämlich Sonntag mit meiner Mama. Ja, eigentlich heißt das Theater bei uns. Aber es gibt so eine Art Kabarettprogramm. Und zwar bin ich stehe dazu und auch meine Mama. Wir sind so, wie sagt man, Fan oder wir mögen sie, Marlene Jaschke. Und Marlene Jaschke, die habe ich ja schon vor 20, 30 Jahren immer geguckt. Ich weiß gar nicht, welchen Sender. Da hat sie immer mit, wie hieß er? Der Kleine mit den etwas kürzeren, schon Glatze. Also da war immer so ein Dreiergestirn auf der Bühne und die haben da eben halt so ein bisschen leichte Unterhaltung gemacht und das habe ich damals immer sehr gern geguckt. Im Trivoli, glaube ich, hieß das, also oben von der Hamburger Ecke. Und das Programm sollte eigentlich im November stattfinden, aus gesundheitlichen Gründen abgesagt, wurde verschoben. Gott sei Dank habe ich mir das in den Kalender eingetragen, denn das hat mich daran erinnert. Ich hatte ja schon alles auf Sonntag mit Livestream und ja, machen wir. Und dann kamen die Nachrichten, dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles wieder ummodeln, modeln, modeln. Und Gisi gesagt, entweder Samstag oder Montag. Ich kann an dem Sonntag nicht. Ich bin mit Mama unterwegs und wir machen uns einen schönen Abend. Und nun machen wir es auf den Samstag. Das gleich vorneweg für euch. Und dann würde ich sagen, machen wir mal so schwupps die Überleitung. Und ich zeige euch als erstes, ich bin ja dabei, das sind die beiden Garne. Das ist die, die Tides von Holz. Das ist ja so ein 70% Wolle und 30% Seide. Ein ganz tolles Garn. Gibt es ja auf Konen, gibt es aber auch auf als 50 Gramm Knäuel, weil viel braucht man wirklich nicht für so einen Pullover. Und den, die beiden zusammen, das ist die Titicaca. Und zwar hatte mich da jemand gefragt, das ist die Farbe Crown, also Krone. Und die beiden verstricke ich zusammen. Und Ziel wurde jetzt beim Livestream ausgerufen, ist das Strickwochenende im Mai. Da will ich ihn tragen. Ich zeige auch gleich nochmal, ja, mein kleines Not-Tablet habe ich aufgeladen. Ich wollte euch nur zeigen, wie weit ich bin. Das ist links, das ist rechts. Das Einzige, wo ich nicht sehr zufrieden bin, ist, aber ich hoffe mal, das legt sich nach dem Baden noch unten. Ich habe ja damals nicht gewusst oder ich habe die Anleitung nicht richtig gleich so komplett gelesen. Okay, es gibt noch eine Variante, da kann man rund stricken. Ich habe natürlich gedacht, 195 Maschen. Bei rund wäre das die doppelte, also knappe 400 auf der Nadel. Aber naja, ich zeige euch mal, wie weit ich jetzt schon bin. Ich habe jetzt den ersten Teil, sozusagen den ersten Abschnitt fertig. Ich habe 45 cm und ich habe mir jeden Tag, also beim letzte Woche Freitag, war ich hier unten, wo der Maschenmarkierer ist. Und dann habe ich mir jeden Tag, was ich gestrickt habe, damit ich den Erfolg sehe, jeden Tag dann ein Maschenmarkierer reingehangen und man sieht, dass ich nicht jeden Tag, also es sind ja nur 1, 2, 3, 4, 5. Das Stückchen habe ich dann am Wochenende gestrickt, sprich Freitag gleich und dann, ja, von der immer nur glatt rechts, da muss man dann sich mal so einen kleinen Marker reinhängen, um zu sehen, dass man überhaupt was geschafft hat. So, also sprich,
Ich bin jetzt so weit, dass ich jetzt muss ich ein paar Abnahmen machen oder Zunahmen und dann geht es nochmal geradeaus hoch, also nochmal 5 cm oder so. Und dann weiß ich noch nicht, ich glaube, dann fängt man an mit der Schulterkonstruktion. Ich möchte euch nur nochmal die Optik zeigen. Also das ist, sind ja die beiden Garne jetzt zusammen, die Tides und die Titicaca. Und ich finde, das hat so eine Art, naja, so fast so wie Tweed-Optik. Also das ist so ein bisschen, also es ist wirklich wunderschön weich. Die Titicaca ist ja ein 100% Alpaka-Garn von Holst und die andere, wie gesagt, die Tides ist ja die Wolle-Seide, sodass das wirklich ein richtig schönes Teil ist, was super auf der Haut zu tragen ist. Und es wird aber, wie gesagt, boxy, also oversize. Ich habe jetzt, ich habe mal gemessen, 80 Zentimeter in der Breite und 45 bin ich jetzt hoch. Ja, da werde ich dann wahrscheinlich heute nachher dann wieder weiter stricken dran. Jetzt habe ich mich verheddert. Zumindest nehme ich es auch mit rüber zum, also vorher mache ich noch, bevor ich zum Strick treffe, heute ist ja wieder Freitag. Ich lege es mal hier hin. Ist ja der Stricktreff und erst mache ich natürlich nachher noch das mit den Ab- oder Zunahmen. Und dann werde ich das mit rübernehmen, weil da brauche ich bloß glatt rechts stricken. Ich wollte euch das ja nochmal zeigen. Ich hoffe, es blendet nicht allzu doll. Der Boxy, die Anleitung von Jochi Locatelli. Auf Reveille eine Kaufanleitung, sage ich gleich nochmal dazu. Macht er oder macht er nicht? Ja, er macht's auf. So, jetzt zeige ich euch noch mal so. Also man sieht schon, er ist wirklich. Aber bei ihr unten ist der Saum irgendwie nicht so rollig. Jetzt zeige ich euch mal noch ein anderes Foto, wo man das so sieht. Da sind auch mehr. Entweder ich glaube, ich habe wieder falsch gelesen. Da ist ein Oder diejenige hat einen breiteren Rand gemacht. Das ist der von der Original. Bei Rochi ist es auch bloß ganz klein unten. Aber wie gesagt, ich kann ja noch mal so zeigen. Hier. So schön boxymäßig wird da. Und damit habe ich nachher, also ich bin jetzt ungefähr da, wo die Ärmel sind, wo nachher ungefähr, nicht ganz, unter der, dann kommen hier, glaube ich, zwei Maschen, also vier Maschen insgesamt nehme ich nochmal zu und dann geht es nochmal geradeaus hoch. Und dann kommt ja hier oben die Schulter, Halspartie und dann muss ich das Ganze ja natürlich nochmal stricken. Aber das ist auch nicht so schlimm, das schaffe ich auch. Und ja, das wäre mein Boxy, an dem ich weiter gestrickt habe. Und jetzt kommen wir, ich gebe bloß was ein. Simsalabim. Jawohl. Okay. Jetzt kommen wir mal zu dem Häkelprojekt. Ich habe ja mit Cindy so einen kleinen Mini-Karl zu laufen. Und wir haben uns ja, ja, bei mir ist es gewachsen. Wir haben ja uns beide dazu gesagt, Mensch, wir wollen mal wieder. Also Cindy häkelt ja viel. Ich häkel ja wenig. Bis gar nicht. Obwohl es wirklich schöne. Zeige ich gleich, also die Zeitung. Wir häkeln dieses Tuch, das Bruin-Tuch. Habe ich beim letzten Mal auch schon gezeigt von Morben Design. Und ich habe ja den Bobbel von Katrinchen Kirschblüte. Und man sieht jetzt hier auch schon Lochfraß.
Und ich habe vorhin mitbekommen, also das ist ein Bobbel, 1000 Meter, vierfädig. Und hier, da ist, das ist, glaube ich, der Etsy, auf Etsy, der Shop. Da bekommt ihr die wunderschönen gewickelten Bobbel. Ich häkel ja, Zinni häkelt mit einer 3,5er, ich häkel den mit einer 3,0er. Und zwar mag ich diese Häkelnadel, weil ich weiß nicht, die liegt mir super in der Hand. Ich habe ja nicht viel Häkelnadeln. Ich habe ein paar Sachen, die ich nicht so viel nutze. Das ist das Schöne, beim Häkelprojekt kann man die beim Zeigen rausmachen. Und ich zeige euch in der Sache auch gleich da, wo der Maschenmarkierer hängt. Und das ist der, der jetzt, also davon sind jetzt welche bei mir neu im Shop zu finden. So ein bisschen was Sommerliches. Da gibt es immer zwei von diesen Cocktails und eins ist so ein Milchshake, so ein Ei. Also gibt so die, müsst ihr mal gucken, im Dreier-Set bei mir im Shop. Und das ganze Stück habe ich rangehäkelt und Mädels, ich hatte es ja gestern in der WhatsApp-Gruppe, ich habe den ersten, man sieht es glaube ich nicht viel, aber ab hier ändert sich die Farbe. Ich habe schon meinen ersten Farbwechsel. Ich muss sagen, die Zunahmen bereiten mir immer noch ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ansonsten, es wären ja immer von Reihe 10 bis 16, also 7 Reihen nach Adam Ries, immer wiederholt. Und jetzt so langsam und allmählich, glaube ich, habe ich es raus, so dass ich ja ein paar Fehler immer noch drinne habe, aber die bleiben drinne. Das ist Marke Eigenbau. Und ansonsten, man sieht ja, das ist immer diese Sachen, die sich wiederholen. Und natürlich wären es auch immer mehr Maschen. Jetzt habe ich hier diese Fächermaschen hier unten. Die sind jetzt hier auch. Jetzt kommt, geht's wieder weiter mit diesen drei Maschen zusammen abmaschen. Drei Stäbchen. Und dann nachher kommen wieder nur feste Maschenstäbchen. Und dann geht's wieder von vorne los mit dem Fächer. Dann macht man so eine. Hier habe ich die Zwischenreihe verkehrt. Es müssen eigentlich so eine Bögen sein. Aber ja, die Löcher sind zu sehen. Mal mehr, mal weniger. Also so langsam und allmählich komme ich rein. Ich habe ja erst, es ist ja alles ausgeschrieben. Jede Reihe. Nach der habe ich erst gehäkelt und jetzt häkel ich nach der Häkelschrift. Es ist ja ein kostenloses Muster, kann ich gut und gerne rein zeigen. Und damit komme ich besser klar. Da sehe ich das optisch, wie das gemeint ist. Und dann kriege ich das besser hin. Also wie gesagt, diese wiederholen sich. Natürlich wird es immer mehr. Hier hat man dann die Zunahmen an der Spitze. Die machen mir keine Probleme, nur hier die Kante. Aber das, da schummel ich mich dann immer so ein bisschen durch. Ich glaube, so langsam und allmählich bekomme ich das dann aber auch hin. Und ja, da wird an einem Tag auf alle Fälle immer bei mir gehäkelt. Also ich häkel immer je einen Tag dran und damit wächst das dann auch immer. Gestern war Häkeltag, da habe ich dann, wie gesagt, von hier das ganze Stück, also es sind ein paar Reihen. Das waren sozusagen fast zweimal die 7, 14 Reihen, 14, 15 Reihen. Vielleicht mache ich jetzt auch am Wochenende mal einen Tag, dann schafft man ein bisschen mehr, als wenn man es bloß abends vor dem Fernseher macht. Aber ich kann mir das gut vorstellen und ich freue mich jetzt schon drauf. Also ja, es wird ja ein ganz großes Tuch. Ich weiß aber auch nicht, ob ich den ganzen Bobbel verhäkel oder ob ich das bleibt ja mir sowieso überlassen, wie groß ich so ein Häkeltuch haben will. Auf alle Fälle ist es ja 50-50, also die ganz normalen Bobbel mit
Ist es Baumwolle und Poli? Ich muss mal noch mal drauf gucken. Steht jetzt hier nicht drauf. Aber ich glaube, es war der 50er, 50er und damit ist das ganz normal schön weich. Also es wird ein richtig schönes, großes Tuch und ja, man kann auch mal ein gehäkeltes Tuch haben. Und da wir gerade bei Tüchern sind, schweife ich noch mal rüber zu meinem Ocarito-Tuch. Ich habe hier noch mal zwei Exemplare Fäden alle vernäht. Und das ist ja Nummer, das war die Nummer 3, die ich gestrickt habe. Da sieht man das schön mit den Mustern. Das war die Nummer 4, das war das letzte, was ich gestrickt habe. Und obwohl es beides die gleiche Maschen und auch Wolle mäßig ist. Aber ich muss sagen, beim roten Tuch, man merkt das wirklich, wenn man Spannkämme hat. Das rote Tuch habe ich richtig schön ausspannen können. Und das grüne Tuch habe ich ja mit noch meinen Stecknadelsystem gespannt. Und damit ist es ein bisschen kleiner. Aber beim nächsten Waschen wird sich das dann auch ausgehen. Also wie gesagt, man sieht, wenn man das wirklich mit Spannkämmen machen kann, das ist Nummer 1 und das ist die Nummer 2. Ach, ich liebe beide, also die beiden sind meine Lieblingstücher und genau, die Anleitung. Das Ocarito-Tuch ist jetzt seit gestern oder vorgestern auf Reveille als Kaufanleitung. Ihr habt da mal so ein paar Fotos, auch von meinen, das war ja damals das erste, was ich gestrickt habe und danach habe ich ja dann die Anleitung gemacht. Das ist dieser so ein Thielgrün und so ein Goldton, so ein Melierter. Das ist mal ein Tuch von einer meiner Teststrickerinnen. Genau, also hier hat sie noch ein anderes, glaube ich, ja. Also die unterschiedlichsten Farben und wie das dann wirkt, das ist ein bisschen dezenter. Das ist natürlich mein Knalltuch. Ich habe versucht, ein paar vernünftige Fotos hinzubekommen. Und ja, wie gesagt, Kaufanleitung auf Reveille. Im Moment gibt es noch den Einführungsrabatt von 15%. Ihr bekommt die Anleitung aber auch in meinem Shop. Beim Oderdeichschaf gibt es ja eine Anleitungsrubrik, wo noch ein paar Sockenanleitungen drin sind. Und da ist auch das Tuch mit drin, sodass ihr, wenn ihr nicht auf Reveille seid, könnt ihr auch gerne in meinen Shop gehen. Und da ist im Moment der Preis auch abgesenkt auf 15% bis zum 30. April. Und ihr braucht ja zwei Stränge, also ungefähr 750 bis 850 Meter. Und zwar Fingering-Stärke ist das. Und ja, ich will jetzt da nicht wieder in die Schiene rein, Sockengarn oder so. Also wie gesagt, ihr könnt Fingering-Garn nehmen, ob ihr das mit Seide oder mit Leinen für den Sommer mit Baumwolle oder es muss ja kein Sockengarn in dem Sinne sein, sondern es geht ja um die Stärke, sprich die Lauflänge, dass ihr da ungefähr hinkommt. Genau. Finden einfach nur Ocarito eingeben bei Reveille oder gibt's bei Google ein, da kommt ihr zu mir entweder hier ins Video, glaube ich, weil ich darüber spreche,
Oder ihr kommt direkt in den Shop bei mir oder ihr kommt auf Revelli. So, das wäre das. Und dann habe ich, wie gesagt, gehäkelt, gestrickt und dann habe ich gedacht, ich brauche, nachdem ich ja die Rebblütensocken fertig gestrickt habe, letzte Woche dann noch auch ein wunderschönes Muster. Das ist aber diesmal hier mit dickerer Wolle. Nachdem das fertig war, habe ich gedacht, naja, so ein Socken, okay, ich habe noch zwei Sockenprojekte, wo ich die zweite Socke noch fertig stricken muss, aber da bin ich dran. Bei dem einen weiß ich, da habe ich mir ein Muster selber ausgedacht und weiß, habe den Zettel nicht mehr. Jetzt muss ich gucken, wie ich das gemacht habe. Auch schön blöd gelaufen. Aber ich habe, wohnt in der neuen Tasche, die ich ist als Neuzugang sozusagen von dem Shop von, ihr kennt bestimmt auch, werde ich unten verlinken. Iris Bohnen, die macht ja auch hier auf YouTube ganz, ganz tolle, ich grüße dich Iris, ganz tolle Videos. Und sie hat mit ihrer Schwester einen kleinen Online-Shop und die Schwester färbt und näht ganz tolle Sachen. Und das ist so ein bisschen das Label, was sie da so mit drin haben. Ach ja, und Iris Bohnen, der Handarbeitsshop Emma und Lilly. Und dort drinne wohnen nämlich meine neuen Socken. Und die habe ich. Habe ich ein Brett hier? Ja. Weil das ist jetzt wichtig. Das sind kostenlose Socken. Und zwar, deshalb habe ich das Tablet noch hier. Ich gebe das mal schnell ein. Ich habe zwar die Anleitung, das ist bloß ein Schad, die Anleitung. Ist ein kostenloses Muster. Die heißen Schätzchensocke. Von Martina Großbichler. Ich gebe das mal kurz ein, denn ich glaube, ich habe das noch nicht. Schätzchen. So, mal gucken, ob wir es gleich finden. Jawohl, da ist er. Die Anleitung, ich habe die noch nicht bei mir in den Projekten, müsste ich eigentlich anlegen. Und da will ich euch nämlich ein Bild zeigen. Und zwar mit so einem Pfeilmuster. Und das habe ich eigentlich noch nie gestrickt. Und da habe ich gedacht, ach, das probierst du mal aus. Und ich stricke das ja auf einer Wolle von mir aus dem Shop. Hier ist nochmal so ein Bild. Eigentlich auch sehr schön. Das Muster ist wirklich ganz einfach. So, jetzt zeige ich euch die Seite nochmal. Auf Revelli Schätzchensocke eingeben, wen das interessiert. So, jetzt kann das weg. Im Großen und Ganzen ist das bloß. Ich glaube, da stand vorne noch ein bisschen was drauf. Ich habe mir nur den Chart ausgedruckt. Den will ich, der ist wichtig, weil ich dazu was sagen will. Und ich stricke den auf meiner Touch auf Spring. Das ist dieses Garn. So ein zartes ist ja die mit 80 Wolle, 20 Rami. Und das ist dann nicht Fingering, sondern Sport. Und ich habe schon die Ferse. Da müsst ihr jetzt mal Momentchen Geduld haben. Also ich stricke die jetzt mit einer 2,5er. Und ich habe das erste Mal jetzt so dieses Muster gestrickt. Ja, vielleicht legt sich das nachher beim Waschen noch ein bisschen, weil hier sind sie ein bisschen kleiner, als wenn sie in die Richtung gehen.
Aber das kann auch daran liegen, dass ich das erste Mal so die Technik stricke. Genau, verstrickt sieht mein Garn ja so aus. Also ich finde, die Färbung ist wunderschön. Es sind auch noch ein paar im Shop drinne. Fässt sich auch wirklich wunderschön an. Und ich habe gestrickt jetzt, das wird eine 39, Nadelstärke 2,5 und ich habe 58 Maschen angeschlagen. Genau. Und dieses Muster geht über 12 Maschen, sodass man das eigentlich für jede Schuhgröße anpassen kann. Also wie gesagt, der Schart ist so. So stricke ich den ja jetzt. Und da ich ja in der Beziehung ein kleiner Monk bin, ich möchte das ja dann auch sozusagen wie hier in dem Bild. Mach mal das Bild noch mal auf, bitte. Technik, die begeistert. Hier ist es nämlich auch gegengleich. Und das wäre natürlich schön, wenn ich das so hinkriege. Und da habe ich mir gedacht, so lang stricke ich den jetzt. Und wenn ich dann nachher an den anderen stricke, dann stricke ich das ja sozusagen dann auf der Nadel. Also dann verrutscht das. Und ich drehe, ich weiß ja, wie es gemacht wird, aber um die, das sind ja 16, ich drehe das einfach um und muss ja dann von hier anfangen und dann weiß ich ab wann und dann wird das sozusagen gegengleich. Ich hoffe, ich habe da keinen Denkfehler, also dranne bleiben, eventuell abonnieren. Es könnte klappen, aber ich glaube, nach Adam Ries müsste das so sein, dass ich dann die Socken gegengleich rausbekomme. Jetzt muss ich hier mal kurz wickeln. Hat sich ein kleines, also die verstrickt sich wirklich wunderschön und da kann ich mir auch so super toll jetzt noch eine Strickjacke oder ein Pullover von vorstellen. Also da komme ich auch gleich noch mal zu. Das ist jetzt sozusagen das Maschenbild mit einer 2,5er gestrickt. Und ja, da freue ich mich. Das wären bestimmt ganz tolle Socken. Und jetzt wandern die hier wieder in den Projektbeutel rein. Und wer mich schon eine Weile kennt, wegen, wo haben wir? Hier. Ich liebe Möpse. Hier ist auch noch mal, glaube ich, entweder Mops oder eine französische Bulldogge oder so diese Art von Hunden. Und außerdem dieses Verspielte hat mich angesprochen und ja, die musste unbedingt mit zu mir. Die Tasche ist eine wirklich schöne, verarbeitete, kann man nicht meckern. Und da wohnt jetzt das Schätzchen drinne, sprich die Socken. Ja, die stricke ich dann so nebenbei. Und da komme ich jetzt noch mal kurz zu denen. Ich habe ja diese Rami-Mischung. Das ist übrigens bei Atelier. Ich kaufe die ja nicht bei Atelier Zitron, sondern ich habe ja einen anderen Händler, der nur so Naturgarne, wirklich nur reine Naturgarne verkauft zum Färben. Oder man strickt die auch im Naturton, geht auch. Bei Atelier Zitronen heißt sie Rami Deluxe. So. Und ich, wie ihr sagt, das ist die gleiche Zusammensetzung. Falls ihr da auch mal, denn Atelier Zitronen hat ja auch schon farbliche. Iris hat, glaube ich, Atelier Zitronen Garne. Da müsst ihr mal bei ihr gucken in den Shop. Ich weiß nicht, ob sie da auch die Qualität hat. Ich habe jedenfalls mal hier so noch
Ich hatte ja gesagt, bei den Socken, die ich hier gestrickt habe, das ist ja eine 43, fast, also 43, 44, habe ich ja noch Wolle überbehalten, obwohl das, wie gesagt, 100 Gramm 300 Meter nur haben. Und da habe ich mal verschiedene Maschenproben gemacht, weil ich wollte mal wissen, weil die ja auch gut für Pullover, Oberteile und so weiter sind. Und da habe ich ein paar Maschenproben gestrickt. Das ist zum Beispiel eine Maschenprobe. Da ist, ich mache das dann immer so mit diesen linken Maschen und damit weiß ich gleich, welche Nadelstärke. Also das ist eine 3,0er gewesen und da ist das Maschenbild, okay, ich stricke ein bisschen locker. Bei euch könnte es ein bisschen fester sein. Aber das ist so das Maschenbild, wo ich sagen würde, bei, wenn man sich einen Pullover oder so stricken möchte aus dem Garn, macht sich eine 3,0er wirklich super. Kann ich empfehlen. Ist auch nicht so anstrengend, als wenn man mit 2,0 strickt. Das ist jetzt das Maschenbild mit einer unschwer zu erkennen. 1, 2, 3, leer und nochmal eine, also eine 3,5. Maschenbild geht auch. Kann man auch super für Oberteile dann stricken. Also wie gesagt, ich habe ja da ein paar Färbungen jetzt drin und da kommen jetzt auch noch mal ein paar, nicht nur für Socken, zum Sockenstricken bunte Färbungen rein, sondern auch ein paar, wo man sich was für Oberteile stricken kann. Und was ist das für eine hier? Jetzt muss ich selber mal gucken. Ach, das ist die 2,5, so wie ich jetzt meine Socken gestrickt habe. Das ist das 2,5er. Und ja, jedes Mal ist, finde ich, das Maschenbild ein wenig anders. Halt, hier ist die falsche Seite. Kinder. Das sollte jetzt nicht passieren. Ich will das jetzt hier nur mal so Unterschiede, die unterschiedlichen zeigen. Also man kann, wie gesagt, zwischen zwei, also ja, man kann die auch mit einer 2,0er verstricken und dann für Socken nehmen oder so. Aber ich habe die Maschenproben jetzt eher so gemacht, weil ich da an Oberteile gedacht habe. Denn das ist ja ein Allround-Garn. Es ist ein Garn, was man für Socken nehmen kann, man kann es für Tücher nehmen, man kann es wie gesagt für Oberteile nehmen und es ist wie gesagt kein Plastik drin. Das war mir jetzt wichtig, weil ich dahingehend ja meinen Shop umgestalte und deshalb sind ja jetzt die Garne, wo noch der Polyanteil mit drin ist, im Preis reduziert. Also da könnt ihr, wenn euch das nicht stört, noch einen Schnapper machen. Guckt gerne vorbei. Und jetzt habe ich noch die beiden Sachen. Erstens habe ich mir ja, hatte ich eigentlich letzte Woche schon, aber die lag da hinten, habe ich vergessen. Ich hatte ja auch das Häkelprojekt fast vergessen. Ich habe wieder mal erstens erzieherische Maßnahme gemacht, sprich, ich habe eine Handarbeitszeitung bei uns beim Edeka wieder gekauft, damit da mal was ist. Und diesmal waren Häkelzeitschriften und da habe ich gedacht, bist ja jetzt eh gerade am Häkeln. Und wenn ihr das Titelmodell seht, da könnt ihr wahrscheinlich verstehen, warum. Wenn, aber nur wenn, ist der nicht ein Traum? Das ist die Häkelmode, die neue Zeitschrift für alle die, die auch gerne häkeln oder es mal probieren wollen. Wie gesagt, 15 Modelle sind drinne von 36 bis 46. Kostet 5,50 €, aber es ist eine Investition, die sich lohnt. Ein paar Sachen sind drin, das ist dieses Sonderheft Häkelmode. Und filigrane Maschen heißt das. Falls es bei eurem Zeitungshändler nicht mehr da ist,
Entweder fragt ihr und bestellt oder ihr guckt mal im Internet nach. Also es gibt hier zum Beispiel, da habe ich an Cindy gedacht, die hat auch mal so einen Mantel gehäkelt. Ein Streifenmantel gehäkelt. Ist natürlich Fleißarbeit. Aber wie gesagt, man kann nicht nur Tücher häkeln, was ja eigentlich so meins ist. Ich habe auch schon mal eine Tunika habe ich mir auch schon mal gehäkelt. Man kann zum Beispiel ganz tolle auch Pullover häkeln. Der sieht doch auch toll aus. Das ist jetzt wieder sowas für den Sommer zum Drüberziehen, wenn man jetzt vielleicht ein Leinenkleid drunter hat oder für diejenigen, die figurmäßig das können, dann kann man das auch bloß über so einen Top, ein weißes Top drunter und, ne? Also es sieht auch nicht schlecht aus. Das ist so ein, ist nicht so ganz meins. Da gefällt mir das Muster nicht so, aber ja, hat auch so seine Berechtigung. Warum nicht? Den finde ich wieder ganz toll. Den Pull, ja. Ist der jetzt gestrickt? Nee, Nucking. Das ist ja so eine Technik, so eine Häkeltechnik, die aussieht wie gestrickt. Ich habe auch noch zwei so eine Nadeln, weil das war mal vor Jahren ganz doll modern. Da bin ich noch zum Stricktreff in Frankfurt gewesen. Immer jede Woche bei der Volkshochschule. Und da wurde genockt, genuckig. Also das ist so eine Technik, die sieht aus echt wie gestrickt. Das ist so eine komische Nadel. Die hat hinten, glaube ich, so eine... gibt es bei YouTube ein, da ist die Technik garantiert drin. Hier haben wir mal ein Kostüm. Für alle die, die auch mal einen Rock häkeln wollen, das passende Oberteil dazu. Man kann den Rock auch ohne. Man kann auch das Oberteil nur so tragen. Das ist auch mal was. Der gefällt mir von der Farbe her wieder sehr gut, aber das erinnert auch ganz doll an das Titelbild, weil wenn ich das mal irgendwann häkeln sollte, dann kaufe ich mir da die Originalwolle. Also da möchte ich wirklich das Originalgarn haben. Das finde ich auch hübsch. Das ist auch wieder so ein bisschen was luftig Leichtes. Und jetzt kommt der Farbverlauf, sorgt für Spezialeffekt, dieses Modell 6-Eck-Jacke. Und da häkelst du, glaube ich, alles so, ne? Und dann häkelt man die irgendwie zusammen. Also die hat doch wirklich irgendwas. Die ist echt der Hammer. Hier haben wir wieder so ein Shirt. Das sieht auch nicht schlecht aus. Auch sowas für den Sommer. Natürlich ein schönes Kiwi-Grün, ne? Aber so eine Farbe passt eben halt zu einer dunklen Jeans. Man kann es auch gerne zu einer hellen Jeans anziehen. So, jetzt kommen die ganzen Anleitungen. Und dann war's das. Nee, war's noch nicht. Hier haben wir noch ein Shirt oder eher so eine Tunika. Wie gesagt, ist auch was für sommerliche. Also es ist ja ein Sommerheft. Das ist jetzt was für die, die so, auf sowas stehen. Da gefällt mir der Rücken nicht. Aber wer es tragen kann, warum nicht?
Und dann haben wir noch was Modell buntes Patchwork Top. Da werden aus so ein Patches, die werden so zusammenge und dann wird unten noch ein Stückchen rangehäkelt. Das sieht auch sehr schön aus. Ja, das sieht eben halt aus Urlaubsfeeling halt, ne? Und hier haben wir auch noch sowas, was so zum drüber schmeißen ist. Auch was für den Sommer, wenn man da mal einen Top, man muss einen Top drunter ziehen, weil so sieht's aus. Okay, ich würde nie nur sowas, sondern bei mir würde dann das Top bis unten hingehen, weil das nicht so die Zone ist, die bei mir hervorzuheben ist. Aber manch einer, der hat da ja alle möglichen figurtechnisch keine Probleme. Aber ab einem gewissen Alter, glaube ich, sollte man so nicht mehr rumrennen. Und dann haben wir noch ein Tuch. Ja. Na, ist schon mehr so eine Stola, finde ich. Genau. Und das war's. Erzieherische Maßnahme, damit bei Edeka öfter mal Handarbeitszeitungen zu kaufen gibt und weil es mir auch gefallen hat. Also so zwei Sachen, die auf alle Fälle mal, und dann ist vielleicht noch die eine andere Sache drin, die mir wirklich gefällt. Also wer gerne mal gucken möchte im beim Zeitungsdealer des Vertrauens, sag ich immer, der kann gerne diese Zeitung kaufen. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ob ihr, also als ich damals angefangen habe mit YouTube gucken, gab es ihn schon. Und ein bisschen, sorry Helmi, wenn ich es jetzt sage, ein bisschen durchgeknallt. Naja, durchgeknallt nicht, aber er hat eine charmante Art an sich. Also ich mag ihn unwahrscheinlich und er hat früher nur so gehäkelt. Er hat mit der Petra Perle aus München, die hat auch ein Wollgeschäft in München, so ein paar tolle, lustige Handarbeitsvideos gemacht. Ich rede von unserem Helmi und der hat ist jetzt unter die, habe ich aber auch selbst gekauft, unter die Buchschreiber sozusagen gegangen und hat ein Buch geschrieben. Aber jetzt nicht denken, dass es jetzt ein Anleitungsbuch ist, wie bei Thorsten von Just Do It, sondern das ist mehr so ganz tolle Geschichten, die könnt ihr auch euren Kindern vorlesen. Also ich habe gestern zwei schon gelesen. Ich habe das Buch gestern bekommen und habe gleich erstmal die erste Geschichte mit dem Drachen und dem Röpsen. Also Helmi, die Idee, toll. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was ich jetzt da meine, dann müsst ihr euch das Buch kaufen. Es ist erschienen im Verlag. Wo ist der Verlag? Jetzt bin ich wieder mal schlecht vorbereitet. Herausgeber, Kunstverlag Schweineberg. Genau. Ich werde alle Angaben verlinken. Auch wo ihr das Buch dann bekommt, wenn euch das gefällt. Ich stelle euch das ja jetzt mal kurz vor. Natürlich gab es für mich eine kleine Widmung drin. Habe ich mich ganz doll gefreut. Helmis Farbexplosionen, wollige Geschichten und mehr. Und wie gesagt, wir haben Inhaltsverzeichnis. Es gibt ein paar Häkelanleitungen drin. Zu jedem Kapitel gibt es dann eine entsprechende Häkelanleitung. Also es ist auch mit Anleitung, aber es geht ja auch, so habe ich das Buch und dein Konzept verstanden, vorwiegend um die Geschichten, die sich um unser wolliges Thema entlang schleichen, darüber berichten, alles so ein bisschen. Ja, also ich würde sogar sagen, man kann es auch gerne seinen Kindern vorlesen. Es geht, aufgeteilt ist es in Farbexplosion,
in Orange, Violett, Grün, Blau, Rot und Bunt. Dann gibt es noch die Häkelschriften, Abkürzungen, Wissenswertes, die Danksagung und Foto- und Quellennachweise, wie überall. Und bei Orange, erstmal ist es sehr schön aufgemacht, schöne Fotos. Dann gibt es immer so ein bisschen was zur Farbe. Zum Beispiel die Farbe Orange steht für Wärme, Gemütlichkeit, Lebendigkeit und Lebenslust. Ne? Und dann steht noch so ein bisschen was dazu. Dann ist, warum färbst du Wolle? Also wie so eine Art kleines Interview, dass man auch ein bisschen was über Helmi erfährt, wer ihn noch nicht kennt. Aber er ist schon auf ganz vielen Wollfesten gewesen. Und ich weiß, bei Gewollt Berlin 2020 kam ja Corona. Ansonsten wäre ich ja damals auch als Aussteller da gewesen und Helmi wäre auch da gewesen. Dann kommt das, wie der kleine Drache die passende Wolle für seinen Pullover fand. Ne? Und da ist dann die Geschichte drin. Nicht allzu lang, aber ein bisschen. Und dann gibt es diesen, der drin erwähnt wird, Drachenschuppenschal. Und da gibt es dann die Häkelanleitung. Und ich kann euch dann das Häkelstück zeigen. Das ist dieser Drachenschuppenschal. Die Anleitung ist da drinne. Dann haben wir die Farbe Violet. Und ich liebe, ich liebe es ja sowieso bunt. Weisheit und Frieden steckt hinter der Farbe. Und dann kommt wieder ein bisschen was zu ihm. Helmi, glaubst du eigentlich an Horoskope? Und hier haben wir auch mal, bei dem anderen waren auch hier mal so ein paar Fotos aus seinem Leben. Ich meine, viele davon kennt man schon von Instagram oder Facebook, wo er ja auch viel vertreten ist. Und dann kommt die Handarbeitstrance. Und da geht es um die Oma. Na, das ist ja toll, Helmut. Was strickst du denn da? Fragte meine Cousine Tanja neugierig. Ich häkle ein neues Dreieckstuch mit raffinierter Abschlusskante. Und dann geht's so weiter. Dann gibt's hier die Geschichte. Dann gibt's dieses Half-Granny-Tuch, die Anleitung. Und das Foto von dem Tuch. Dann kommen wir zur Farbe Grün. Grün ist eine Farbe, die für viel positive Dinge steht. Ebenso wie sie Natur symbolisiert, steht sie auch für Frische, Entspannung, Harmonie und Vertrauen. Helmi, was ist deine Wollphilosophie? Und dann wird ein bisschen was berichtet über seine Wollphilosophie. Und dann kommt die Reise der grünen Socke. Wir kennen alle die Aktion Grüne Socke. Ne? Und da ist eben halt hier eine Geschichte und so weiter. Und dann haben wir hier so nochmal ganz jährlich erkranken circa 8000 Frauen in Deutschland an Eierstockkrebs. Etwa zwei Drittel der erkrankten Frauen erleiden einen Rückfall und so weiter. Und deshalb gibt es ja diesen Verein Eierstockkrebs e.V., wo man ja diese grünen Socken hinschicken kann, damit jede Frau hoffnungsmäßig und auch, naja, wärmend und so weiter. Dann haben wir hier die grüne Socke und zwar Blätter der Hoffnung von Sylvie Rasch. Die hat sich hier nämlich dran beteiligt. Und das ist diese Socke. Und das ist, da ist diese Anleitung natürlich auch drin. Und dann kommen wir zur Farbe Blau. Blau ist eine gefällige Farbe, die sie durch ihre vielen Nuancen bis ins Türkis mit vielen anderen Farben kombinieren lässt. Also, jetzt wird's blau. So, Helmi, wie kommst du eigentlich auf die lustigen Namen für deine Färbungen? Und dann erzählt er wieder ein bisschen was drüber.
Und dann kommt nämlich die Geschichte von Toni Tukan und der verlorenen Wolle. Und das ist auch wieder, und da ist eine Toni Tukans wunderbare Sternendecke, die Anleitung, die Häkelanleitung drinne, die in der Geschichte vorkommt. Und hier haben wir das Foto von dieser Sternenhäkeldecke. Ich weiß gar nicht, wie groß die wird. Steht gar nicht da. Aber wir brauchen einen vierfädigen Bobbin mit mindestens 960 Meter Lauflänge. Und naja, das ist dann schon eine Decke, die man sich dann so mal über, auch draußen im Garten, wenn man abends draußen sitzt, nehmen kann. Rot steht für die starke Emotion wie Liebe, Leidenschaft, Zorn oder Wut. Helmi, wie bist du eigentlich zum Stricken gekommen? Und dann erzählt er, wie er zum Stricken gekommen ist. Und da gibt es jetzt die Geschichte dann Weihnachten mit dem kleinen Faultier. Und das ist dann diese Geschichte. Und da gibt es eine Anleitung Kordeln stricken mit der Strickliesel. Und da wird wahrscheinlich in der Geschichte ein bisschen was darüber erzählt. Und da kann man ja ganz verrückte Sachen draus machen, wenn man die zusammennäht. Untersetzer, Taschen, alles Mögliche kann man ja aus diesem Schlauch machen. Und jetzt kommt's bunt. Das ist die letzte Rubrik. Bunt. Die Verschmelzung vieler Farben zu einer Farbexplosion ist einfach grandios. Kann ich dir vollkommen zustimmen. So, und hier geht's jetzt. Was inspiriert dich zum Geschichtenschreiben? Und da erzählt er dann, was ihn da so inspiriert. Das ist das Bild, was wir hier vorne auch drauf haben. Und hier ist Freddys Farbexplosion. Das ist dann die Geschichte. Auch sehr schön illustriert, muss ich sagen. Also immer schön passend. Wie gesagt, zwei Geschichten habe ich ja schon gelesen. Und da gibt es jetzt die Bürgermeisterblume. Die hat bestimmt was mit der Geschichte zu tun. Und die sieht dann so aus. Da ist die Anleitung für so eine Blume. So eine Blume kann man immer mal als Accessoire auf den Nose oder auf eine Tasche oder auf irgendein Oberteil oder so. Also ein, ganz super. Und jetzt sind wir schon durch. Häkelanleitung. Häkelschrift, die Abkürzungen und dann noch Wissenswertes, Kapitel Orange. Und so alles Mögliche im Kapitel Rot, wo man den, da geht es ja um diesen Zoo, um das Faultier, was man im Wuppertaler Zoo sehen kann. Grüne Socke, da ist ein bisschen was über Sylvie Rasch mit drinne. Da gibt es auch noch eine Banderole zum Downloaden für die Aktion Grüne Socke. Genau. Oma Nellys Kuscheltuch. Tipp, Auswahl, wo man die findet. Die Danksagung an Petra Perle. Ich danke dir für deine immerwährende Inspiration. Und sie hat ja, hat ja Facebook unter Facebook Petra Perles Hot Wolle und bei Crazy Pattern ganz viele Anleitungen und zwar Petra-Perle. Könnt ihr mal reinschauen, ganz tolle Sachen von kostenlos bis Open-End mäßig. Also und Helmi hat ja einen eigenen Shop, wo er seine Wolle verkauft und das ist www. Helmis Farbexplosion.com. Genau. Aber ihr findet ihn auch auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube. Da hat er ja auch einen Kanal und da bin ich ja schon lange und deshalb habe ich das ja nur
mitbekommen, als er auf Facebook und so weiter davon erzählt hat, dass er jetzt sein eigenes Buch veröffentlicht. Und da habe ich mich damals gleich angemeldet und habe gesagt, ich brauche unbedingt ein Exemplar. Und diese Woche machte es Ring Ring, telefonmäßig. Und wir schrieben dann, es ist da. Und ja, er möchte gerne mir das zusenden, Bankdaten und so weiter und so fort. Er braucht die Adresse und da habe ich ihm das alles geschickt. Zack, 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 überwiesen. Und dann war 2 Tage später das Buch auch schon in meinem Briefkasten. Danke nochmal, Helmi, dafür. Und auf irgendeinem Wollfest oder auf irgendeiner Wollmesse werden wir uns garantiert mal persönlich über den Weg laufen. Vielleicht nächstes Jahr zur H&H in Köln. Da werde ich am Samstag nämlich auch sein. Ich habe schon Kinder, ich bin ja da. Also die Termine fürs Wollfest nächstes Jahr in Leipzig stehen. Es ist ja Anfang April, 4. bis 6., also 4., 5., 6., irgendwie so in dem Dreh. Da werde ich den Sa Samstag wieder hinfahren. Das war dies Jahr wunderschön, hat vollkommen ausgereicht. Ein Tag, man fährt früh mit dem Zug hin, hat einen ganzen Tag da Zeit rumzugehen, Leute zu treffen, zu sitzen, zu stricken und so weiter. Das mache ich nächstes Jahr wieder so. Abends dann mit dem Zug zurück und zur H&H, die im März, ich glaube so 21, 22, 23. März oder so. Ich meine, Tickets gibt es noch nicht, ist klar, aber ich habe schon meine Übernachtung in Köln. Die habe ich schon gebucht. Also da bin ich schon in trockenen Tüchern. Köln, H&H 2024, ich komme. Das habe ich irgendwann abends, wenn man mal nicht schlafen kann und das dann gelesen hat, die Termine und so weiter, habe ich gedacht, musst du ganz schnell sein, egal ob man ein Jahr vorher bucht oder nicht, bezahlt ist es. Ein Hotel, nee, ein Appartement. Direkt so am Rhein. Und ja, man muss es sicher dann auch ein bisschen gut gehen lassen. Und ich hoffe auf Wetter, dass man dann auch draußen ein bisschen spazieren gehen kann und so weiter. Aber ich werde bestimmt abends todmüde sein, wenn ich über die H&H schlawenzel, weil viele YouTuber, Caro, danke für deinen Bericht, also haben mir gezeigt, ja, wo ist ja, also jetzt letztens war es eben, man musste sich entscheiden, Leipzig oder, aber diesmal gibt es beide Möglichkeiten in 24 und deshalb habe ich gesagt, ich schlage auch in Köln auf und gucke mir die H&H mal an und will mal hier ein bisschen gucken und da mal ein bisschen gucken. Und ich denke mal, Helmi werde ich da bestimmt auch irgendwo finden. So, und den einen oder anderen von euch vielleicht auch. Jetzt bin ich am Ende angelangt. Wir haben wieder eine Stunde, sag ich ja. Der Kaffee ist noch nicht ganz aus, aber es macht nichts. Kalt ist er auf alle Fälle. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Und vielleicht ist ja auch einer bis zum Schluss da geblieben. Der weiß dann, dass ich nächstes Jahr zur H&H fahre. Und ja, ansonsten werde ich mich jetzt wieder nach unten bemühen. Erstmal die Wäsche raushängen und dann das Video bearbeiten. Und dann werde ich sitzen und werde noch ein bisschen häkeln. Ich habe mich ja gefreut, dass ich jetzt doch schon bei meinem ersten Farbwechsel bin. Ich habe nämlich gestern, aber da war es dann abends auch dunkel, also mit Licht so, da hat man das noch nicht gesehen, aber als ich heute früh rausgekramt habe und hier alles fertig gemacht habe, habe ich gedacht, ups, bist ja doch schon mit 2 Reihen im ersten Farbwechsel drin. Das ist dann immer so das Spannende bei so einem Farbverlaufsgarn, wenn du das verstrickst oder verhäkelst, wenn dann der neue Farbabschnitt anfängt, das macht dann noch mehr Spaß, das gibt dann noch mehr Freude. So. Genau, also ich mache mich jetzt auf die Socken, damit ihr heute Nachmittag, wie gesagt, das Video wieder gucken könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch die letzten paar Deich-Basics und Softsocks adoptiert. Wie gesagt, die sind ja dann raus, die gibt es dann nicht mehr. Also wer da gerne noch das Tuch von mir, das Ocarito-Tuch, übrigens schon mal Dankeschön für die ersten, die es gekauft haben, in meinem Shop.
oder auf Revelry, wie gesagt. Da bietet sich vielleicht ein, wenn ihr da noch einen unifarbenen Strang braucht und habt selber in eurem Stash noch was anderes, was ihr dann kombinieren könnt, bitte gerne. Ja, jetzt suche ich wieder mein Knöpfchen. Ich habe ihn aber gefunden. Und wie gesagt, morgen Abend Livestream mit Gysi. Ich freue mich schon ganz doll drauf. Und nicht Sonntag. Ich habe es aber schon bei YouTube als Ankündigung drin. Also ihr werdet das dann hoffentlich alle sehen, wen das interessiert. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine ganz tolle Woche. Das Wetter soll ja nur endlich mal frühlingshaft werden. Und strickt schön, spinnt schön oder häkelt schön oder klöppelt schön. Lasst eure Fantasie freien Lauf. Immer hinaus mit den kreativen Ideen. Die Welt braucht bunt. In diesem Sinne, Tschüssikowski, eure Kiwi.